Guten Morgen. Ich möchte dir heute erzählen, warum ich so gerne male. Ich habe mit Malen schon ganz früh angefangen, als Kind. Ich fand es unglaublich schön, mit Stiften und mit Farben zu gestalten. Und ich wurde nicht unbedingt ermutigt, das kann man nicht sagen. Also eigentlich die Erwachsenen so rund um mich herum haben das nicht viel gesehen drin oder fanden das nicht sehr wichtig. Aber mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Und später, als ich älter wurde, in der Zeit so zwischen 9 und 16, 17 Jahren, habe ich in meiner nicht einfachen Kindheit nachts gemalt. Das heißt, es hat mir geholfen, meine Schmerzen und meine Verletzungen zu verarbeiten, indem ich mich hingesetzt habe und gemalt habe. Auch meine Träume, meine Fantasien, meine Wünsche, alles fand in diesem Malprozess seinen Raum. Und später hat mich das weiter immer begleitet durchs Leben. Das Malen ist für mich eine Ausdrucksform geworden, jenseits der Worte, jenseits des geschriebenen, schriftlichen und gesprochenen, eine stille, aber ganz stark bewegende und das Herz bewegende Tätigkeit, Kreativität. Ich hatte dann das Glück, in einer die sogenannte Malklasse in Basel aufgenommen zu werden. Das war eigentlich ein großes Atelier, geleitet von einem Künstler, wo jeder, der teilnahm, auch einfach das machen konnte, was er wollte. Das heißt, die Techniken oder auch jeder hatte einfach einen Platz in dem Atelier. Und es gab Leute, die haben Radierungen gemacht, es gab Leute, die haben gezeichnet, es gab Leute, die haben gebildhauert oder mit Stoff gearbeitet. Und ich gehörte zu denen, die tatsächlich mit Farben gemalt haben. Und am Anfang hatte ich so Angst davor, schlechte Bilder zu machen, dass ich vor leeren Blättern saß. Und mein wunderbarer Lehrer, der sah das und merkte, dass ich verkopft bin und mich nicht getraue. Und dann kam er und hat mir einen Stapel von Zeitschriften auf den Tisch gelegt und hat gesagt, so, jetzt machst du Folgendes, du reißt alle Bilder raus aus diesen Zeitschriften, die dir gefallen, die dich irgendwie ansprechen, auch die dir nicht gefallen, aber die dich irgendwie berühren. Gut, und dann fängst du an, mit diesen Zeitschriftbildern Collagen zu machen. Das heißt, du reißt die raus und du klebst die zusammen mit, hier ist Kleber, auf ein Papier. Okay, das war für mich leichter, als einen Strich einfach zu machen auf das Bild und dann nicht zu wissen, wie es weitergehen sollte. Ich hatte nämlich Bilder im Kopf, aber ich brachte die in ihrer Vollkommenheit, wie sie in meinem Kopf waren, gar nicht aufs Bild. So fing es an. Dann hat er mir eine neue Technik gezeigt, nämlich wie man mit Nitroverdünner, den man dann also man legt praktisch das Zeitungsbild mit dem Kopf, also kopfüber, auf das Blatt und geht hinten mit einem Tuch mit Nitroverdünner drüber. Und dadurch wird die äußerste Farbschicht von dem Bild, die geht dann auf das Blatt Papier. Und man bekommt ein ganz spannendes, ja, man kann es schlecht beschreiben, aber es hat was von einem Foto und ist doch kein Foto. Und dann habe ich angefangen, da reinzumalen. So ganz langsam führte er mich in die Freiheit, bis ich endlich so weit war, dass ich gemerkt habe, man darf gar nicht mit dem Kopf malen, sondern es geht darum, einfach das Bild sich malen zu lassen, sich dem Bild zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht so, dass du nur das Bild malst, das Bild malt auch dich. Es ist ein Dialog. Und manche Dialoge sind sehr kurz und funktionieren sofort. Und andere dauern über Tage und du quälst dich damit rum, bis es wirklich auf einmal großartig das ist, was du möchtest. So, jetzt habe ich euch ein bisschen über das Malen erzählt und ich kann euch sagen, ich male immer noch. Ich bin jetzt über 70 Jahre alt und male begeistert. Und ich male auch mit meinen Klienten, weil es geht nicht darum, gut zu malen, es geht darum,
sich über Farbe und Form auszudrücken. Mittlerweile gibt es ein paar sehr gute Bilder auch von dir und es gibt auch Bilder, die ich schon verkauft habe. Und deswegen werde ich auf meiner Internetseite eine Reihe meiner Bilder veröffentlichen und zeigen. Teilweise sind sie verkäuflich, teilweise nicht. Und wenn du Interesse hast, ein Bild erstehen zu wollen, also haben zu wollen, dann nimm mit mir Kontakt auf. Ich freue mich, wenn es woanders auch hängt und wenn ich hier Platz bekomme für neue Bilder. Ja, einige hängen schon in anderen Wohnzimmern oder an Orten, wo sie ja andere Menschen erfreuen. Und das finde ich wunderbar. So, vielleicht hast du auch mal Lust zu malen. Mach's, es macht so viel Spaß. Ciao!